Frenkel fortsetzt. Heute. Let's play Mass Effect 3. Was? Wer bist du denn? Ach, du liebe Kacke. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Kannst du mal deine scheiß Sonnenbrille absetzen, wenn du mit mir redest? Du Affe! Shepard. Ach, der Schwuchtel wieder. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihre Porteaner-Expertin die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? So, ich habe mal wieder nicht diese Auswahl. Da habe ich wohl ein bisschen blöd gespielt vorher, dass das dann so ausgegraut ist. Das ist ja fast ein bisschen fies, dass die das auch noch einblenden, die Schweinepriester. Naja. Sie haben vergessen, wofür sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als sie zugeben wollen. Hast du das Schwert von Bumsen Dingsen geklaut? Mit proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab. Und bringen Sie mir die Daten. Okay, der Kai. Wo bin ich? Ich bin erstmal hier. Und versteck mich erstmal gut. Sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ach du Schande, der schmeißt dich einfach tot um, oder was? Das geht ja gar nicht. Und unsichtbar macht er sich auch noch. Aua! Wo ist er? Der Unbekannte hier nicht gesehen hat. Der greift die Eimer an und die fallen um. Geht's noch? Ach Mist, komme ich gar nicht weiter mit meinem Scharfschützengewehr, verfluchte Axt hier. Gackendreck. Ich hatte gehofft, ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Ah, was leuchtet denn da so bescheuert durch die Gegend? Achtung, Jäger! Och nö, kommt das auch noch? Kann ja wohl nicht wahr sein. Alles in Ordnung. Wo ist der Kai? Der Kai Ebel! Wo ist denn der Kai Ebel? Die werden alt. Die kommen zu brauchen. Mann, Mann, Mann. Sie so, wo ist er? Upgrades gegeben. Hier Sie ist er. Diese Mühe anscheinend nicht wert. Bleib mir vom Leib. Aua. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Könnt ihr mir bitte helfen, Leute? Alleine wird das wohl nichts. Wir sind nur noch ein Pfaffen ihrer Welt. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Oh Mann. Der schluckt ganz schön viel, wieder viel, wieder dieser blöde Arschgeigerich. Ist er das hier? Aua! Sobald sie tot sind, werden ihre Freunde ihnen folgen.
Verdammt, sollen sie sein! Sie haben sich die falsche Seite ausgesucht, Shepard. Mann, ey, ich hab noch nicht mal die Schilde unten. Das ist ja ein Albtraum. Jetzt hat der Spaß bis hier ein Ende, Shepard. Für mich schade, dass die Guten immer scheitern. Er läuft aber so ein bisschen. Oh, fuck. Es kann nur ein Ende geben. Hallo? Unterstützung anvisiert. Dreck aus der Hölle! Als ob der nicht reicht. Jetzt muss er auch noch seinen blöden Hubschrauberkollegen mit herholen. Ich glaube, ich spinne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. War es das jetzt oder wie? Es kann doch nicht sein. Ich bin etwas erschüttert gerade. Das musste so sein, oder? Das war so vorherbestimmt. Bin ich wirklich tot? Nee. Aber ich will doch jetzt nicht allein gegen den kämpfen, oder? Nee, will ich eigentlich nicht wirklich. Aber kurze Beine hat er. Der Kai. Aha. Schlumpfine lebt auch noch. Wäre ja noch schöner gewesen. Genau, ich schieße den jetzt mit meiner Pistole. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist jemand auf dieser Frequenz? Hier, Lieutenant Cool. Mein Trupp ist umzingelt. Hier, Shepard. Was ist Ihre Position? Lieutenant Cool? Wie hören Sie? Was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot. Unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment. Da kommt ein Reaper. Bitte. Ist da jemand? Ich... Oh, bitte. Moment. Tja, da geht der Hinterplanet. Was? Bling, bling, bling. Jetzt heul bloß nicht rum. Bling, bling. Langsam habe ich das Gefühl, dieser Kai ist der Endgegner. Commander Shepard, sind Sie da? Ja. Commander. Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Ach Quatsch, gibt es bestimmt eine andere Lösung. Einfach irgendwie was bei einer Werkstatt nachfragen, Katalysator verlangen, einbauen, abknallen, fertig. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid.
So, und jetzt? Die Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Das hilft mir nicht. Tessia und die Katalysatordaten sind durch meine Schuld verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. Guter Vorschlag. James hat recht. Herr, weiß und jemand, von und zu Stiernacken. Irgendwer? Commander. Sagen Sie mir, dass Sie was haben. Spezialistin Trainer konnte Kai Lengs Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Leider verschwindet das Signal dann im Lyra-System. Natürlich tut es das. Allerdings wird das Signal aktiv blockiert. Was? Im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Und etwas an diesem Ort blockiert aktiv sämtliche Signale aus diesem Abschnitt des Weltraums. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Trainer, Edie, gute Arbeit. Und jetzt müssen wir die Gelegenheit auch nutzen. Ja! Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Weggetreten. Weggetreten. Zack, zack und weg. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Muss ich jetzt doch nochmal mit ihm reden, was? Na, gehen wir mal raus. Vielleicht hat er ja diesmal irgendwas Wichtiges zu sagen. Shepard, wie sieht's bei Ihnen aus? Kacke. Ich habe von der Grissom Akademie gehört. Cerberus hat hart zugeschlagen. Eine Freundin von mir war dort. Kaylee Sanders. Wir standen uns nahe. Ja, schmiert's mir nur aufs Brot. Das tut mir leid. Ständig und immer ist wieder. Ist Ihre Schuld. Die Galaxie hat zurzeit größere Probleme. Ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren. Ja, und jetzt lass sie mal nicht so hängen, Harald Shepard. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Ha, ein Witzbold. Noch witziger als ich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. So. Jetzt schaue ich doch nochmal nach in der Waffenkammer. Vielleicht nehme ich mir doch dieses eine Scharfschützengewehr, das mehrfach schießt und rüste das auf Level 5. Da kann ich mein anderes endlich einmotten. Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Ja, ist okay. Ich will aber jetzt erst einmal zu der Waffenkammer. Ich hab den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Jetzt muss ich erst mal gucken, wie das Ding heißt. Der M44-Hammer ist ihm weit über... Sonst vergesse ich das wieder. Blödsinn, das Ding ist doch aus Das Mantis, da habe ich die Stufe 5. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Incise, oder wie auch immer man es ausspricht. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Das muss ich ausbauen. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle.
der tagelang voranstand. Aber nicht hier, oder? Nein. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffekt-Fälle. Hier. Incisor 2. Oh, jetzt habe ich aber 140.000 Wer Röcken. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Da könnte ich mir ja fast Sie schon das ein... Können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly... Spectre-Ausrüstungsteil kaufen. Ich liebe diesen Naja. Panzer. Fehlt noch Dass einiges. Dass Sie kuschelige Bären mögen, fast nee, ganz mach ich jetzt. Ich mach das jetzt. Was ist das Incisor. So lustig? Das war ganz gut. Zwei... 3, 4, 5. Ja, das hat sich auch gelohnt. Und dann gucken wir mal wieder zur nächsten Mission. Muss ich nochmal schnell gucken. Priorität hat was? Horizon. Und das machen wir auch. Und dann geht's wieder lustig rund!